Wer sich für weitere Sachen von der Dehnung interessiert, gerne mal auf unsere Webseite gucken unter Events. Beispielsweise haben wir im Januar schon zwei weitere Dehnung Deep Dives und werden auch das ganze kommende Jahr über wahrscheinlich mit Online-Veranstaltungen bespielen. Unsere eigentlich geplante Konferenz im Juni haben wir auch absagen müssen aufgrund von Corona. Deswegen wird es also auch vermehrt Online-Veranstaltungen über das ganze nächste Jahr hinweg von der Dehnung geben. Da gerne mal drauf gucken. Außerdem soll ich den Hinweis geben, wurde mir gestern noch geschrieben, dass aufgrund der Aufzeichnung auch und weil da vielleicht was dann noch weiter von benutzt werden möchte, Fragen bitte am Ende gestellt werden sollen. Wer sie vielleicht nicht vergessen will, schreibt sie einfach in den Chat rein, dann ist sie da schon mal vorhanden. Dann können wir da am Ende noch mal drauf eingehen. Ja, Und aber das war, ja. ich denke, in der kleinen Runde können wir auch Fragen zwischendurch stellen und zulassen. Ich denke, das ist in Ordnung. Okay, das war gestern nur die E-Mail, die ich erhalten hatte, auf das ich bitte dann so, dann den letzten Satz bitte einfach ignorieren. Genau. Ansonsten würde ich sagen, ganz viel Spaß jetzt bei dem Thema und damit stoppe ich meine Freigabe und Herr Kugolo, Sie dürfen sie gerne übernehmen und uns einen spannenden Einblick in Ihr Thema geben. Ja, vielen Dank. Ich versuche gerade mal meinen Bildschirm zu teilen. Da ist er. Genau. So, also, ich möchte heute das Thema ja, Vertriebssteuerung so ein Stück weit vorstellen, beziehungsweise wir das bei GEDIS Intra in unserem Produkt auch gelöst haben. Vielleicht vorab, wir sind jetzt auch in einer kleinen Runde, aber unabhängig davon nochmal. So ein, zwei Fakten zur GEDIS Intraware selbst. Also wir machen seit 30 Jahren eben auf der Plattform HCL Lotus Domino eine CRM-Lösung, die eben ja verschiedene ja, Eigenschaften hat. Das heißt, wir machen das seit über 500 oder stecken über 500 Mannjahre Entwicklung in dem System, das wir auch gleich sehen werden. Wir machen so circa 200 CRM-Projekte pro Jahr. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir CRM-Neueinführungen machen, aber eben auf der Plattform Lotus Notes Domino, dass wir dort eben unterschiedliche Projektsituationen, Umsetzungen auf genau dieser Plattform eben machen. Angefangen von einfachsten Anforderungen auf diesem System bis hin, dass wir eben auch komplexe Projekte im Jahr umsetzen. 500.000 Anwender weltweit, aktuell wieder wachsend. Das ist sehr schön. Wir gewinnen eben auf dieser Plattform aktuell wieder sehr viele neue User dazu, gewinnen auch einige zurück. Ich glaube, das ist auch eine tolle Nachricht. Unternehmen und Kunden, die uns in der Vergangenheit verlassen haben aufgrund der Plattform, die kommen auch zurück, erleben diesen neuen kollaborativen Ansatz, den wir jetzt mit dem Aufschwung gemeinsam mit der HCL erleben, eben auch, den man entsprechend natürlich auch bei uns im Produkt wieder sieht, führt eben einfach dazu, dass wir Kunden und Unternehmen, Mitarbeiter auch wieder wirklich auf die Plattform zurückbekommen. Nicht nur mailseitig, sondern eben auch wirklich auf der Applikationsseite, sodass wir dort wirklich tolle Applikationen und Anwendungen anbieten können und dann natürlich auch der Mehrwert der Kunden entsprechend auch erkannt wird. Ja, aktuell 70 Mitarbeiter wachsend in verschiedenen Bereichen. Wie gesagt, wir entwickeln eben schon seit über 30 Jahren das CRM-System modular aufgebaut und machen dafür auch den Vertrieb und den Service direkt aus Deutschland heraus mit Kunden, die in der ganzen Welt entsprechend unterwegs sind, aber überwiegend dann doch eher über die deutschen Gesellschaften getrieben. Und das Ganze aber auch eben mit starken Partnern, wie zum Beispiel HCL und eben auch Microsoft und SAP an verschiedenen anderen Stellen, wo wir eben sehr intensiv auch beispielsweise ERP-Systeme mit in das GEDIS Intraware CRM integrieren. Da nutzen wir natürlich vorhandene Technologien, um eben einen Mehrwert bei uns auf der Plattform entsprechend auch anbieten zu können. Ja, ich nehme Sie heute so ein Stück weit mit auf eine Reise durch das Thema der Vertriebssteuerung. Da vielleicht erstmal so eine allgemeine Definition. Klar, Vertriebssteuerung ist erstmal allgemeingültig so diese Umsetzung der strategischen Ziele eines Unternehmens eben operativ umsetzbare Vertriebsziele, die letztendlich in verschiedene Bereiche reinlaufen können. Also die können letztendlich definiert werden pro Kunde, nach Produkt, dass ich die auf bestimmte Verkaufsregionen oder eben auf verschiedene Vertriebsmitarbeiter aus ihrem Hause entsprechend definieren kann.
Aber viel wichtiger ist, glaube ich, auch, dass ich diese ja, Vertriebsziele entsprechend auch ja, überwachen kann. Das heißt, dass ich dann natürlich in der Situation bin, dass ich die Vertriebsziele, die wir definieren, eben auch nachhaltig entsprechend umsetzen kann, so dass wir auch wirklich einen Mehrwert daraus ja, erzeugen und generieren können. Ich steige mal direkt ein in das System. Eine webbasierte Anwendung, das heißt, wird letztendlich auf einem Domino-Server betrieben und eben letztendlich über den Domino-Server auch ausgeliefert. Das heißt, wir haben hier eine sehr schöne Web-Anwendung, die sich ja, sehr modular darstellt. Das heißt, nachdem ich mich angemeldet habe, sehen wir eben auch schon sehr viele verschiedene Bereiche. Das heißt, jedes Intravert CRM an sich, wie eben schon gesagt, modular aufgebaut. Das heißt, wir haben erstmal ein zentrales Adressmanagement. Wir haben ein System, um eben auch Vorgänge, das heißt, jegliche Ausprägung von Dokumenten im System abzulegen, Telefonnotizen, eine sehr schöne E-Mail-Integration, dass ich einmal natürlich E-Mails empfangen kann, die ich dann eben über Notes oder eben auch über Outlook entsprechend im System ablegen, dokumentieren kann, taggen kann, so dass ich sie komfortabel auch wiederfinden kann, bis hin, dass wir natürlich in dem Bereich der gesamten Kollaboration enorm viele Funktionalitäten anbieten, die eben das tägliche Arbeiten in dem System auch erleichtern und bei diesen ganzen Arbeitsprozessen, die Sie früher ausdefiniert haben, eben auch entsprechend unterstützen können. Jedes Intraware an sich versteht sich schon so sehr stark als ja, Datendrehscheibe. Also wir versuchen sehr intensiv bestehende Systeme auch anzubinden. Das sieht man eben auch gleich, wenn ich mal so in diesen allgemeinen Einstieg mache. Das heißt, wenn ich mir mal so ein Unternehmen anschaue, eine Adresse, ein Unternehmensprofil, dann sehen Sie, dass wir eben auch an der Stelle erstmal so diese Basisinformationen haben. Das heißt, ich möchte erstmal so ein Stück weit erklären, wie die Struktur des Systems sich darstellt. Das heißt, wir haben in dem System erstmal eine ganze Menge an Adressen. Unabhängig davon, welche Ausprägung das ist, ob das jetzt ein Debitor ist, ob das ein Kreditor ist, ob das ein Hersteller, ein Lieferant, ein Interessent, ein Lead ist. Das heißt, diese Adressen können wir eben in dem System entsprechend vorhalten und haben dazu weitere, ja, Kennzeichen, Qualifizierungsmerkmale, die dann eben in Richtung Marketing auch gehen. Das ist natürlich gerade in der Vertriebssteuerung enorm wichtig. Das heißt, wenn ich eben erkenne, dass wir bestimmte Ziele nicht erreichen, dass ich dann eben aufgrund von verschiedenen Merkmalen im System auch Gegenmaßnahmen einleiten kann. Und da ist es natürlich elementar wichtig, dass ich eben auch entsprechend die Adressen qualifiziert habe und danach auch entsprechend filtern und selektieren kann, um da gezielt auch Kampagnen starten zu können. Verschiedene weitere Bereiche und Informationen, sowas in der Richtung Bewertungsmatrix, vertriebliche Daten und so weiter. Aber viel wichtiger ist, denke ich, dass wir den kollaborativen Ansatz haben. Das heißt, ich habe einmal natürlich die Menschen, die in diesem Unternehmen angesiedelt sind, dort beschäftigt sind, auch jeweils in ihrer Rolle im Unternehmen. Das heißt, ich habe Gudrun Augstein. Wenn ich da mehr Informationen sehen möchte, sehe ich, dass sie eben auch im Einkauf angesiedelt ist. Sie begleitet die Rolle der Einkaufsleiterin und genau die Informationen, die eben mit den Leads, Kunden, Interessenten etc. ausgetauscht werden, die finde ich dann eben tatsächlich hier in diesem kollaborativen Ansatz. Das heißt, in der Historie, in der Chronologie des Unternehmens finde ich letztendlich alle Informationen, die dort ausgetauscht wurden, auch sehr komfortabel mit einer Vorschaufunktion. Das heißt, ich habe hier letztendlich über diese Mouse-Over-Funktionalität immer die Möglichkeit, mir eben auch Dokumente entsprechend anzuschauen und von dort aus eben auch schon wieder verschiedene Aktivitäten einzuleiten. Also das ist immer so ein Stück weit diese Funktionalität. Ich habe eine Adresse, ich habe entsprechend eine Historie zu der Adresse. Und ich sehe eben darüber hinaus eben auch in vertrieblicher Ausprägung natürlich die Potenziale, das heißt die Verkaufschancen und Angebote, die entsprechend aus dem System herausgeschrieben wurden, Reklamationen, Inventarisierungsdaten. Wenn ich das letztendlich mir noch anzeigen lassen möchte, dann sehe ich diese Daten eben auch natürlich direkt bei so einem Unternehmensprofil. HCL, Sametime schlägt zu. Neben dem, dass wir erstmal hier innerhalb des Dokumentes eine ganze Menge an zusätzlichen Informationen zu der Dicewise GmbH sehen,
haben wir eben auch solche tolle Integration, dass ich auch hier nochmal so einen Zugriff in Richtung eines ERP-Systems starten kann. In dem Fall ist das jetzt eine Integration in Richtung SAP, so dass ich mir hier zu diesem Debitor eben auch nochmal Daten anzeigen lassen kann, aber natürlich eben auch unterschiedlichste Ausprägung von Belegen von hier aus direkt anlegen kann. Das geht aber eher so in diese Richtung, dass ich mal darstellen möchte, wie sich GEDIS Intraway nahtlos auch in bestehende Systeme integriert und eben auch von der Datenstruktur her. Das heißt, wir haben eben im System die Adressen, Unternehmensprofile und dazu eben auch die Ansprechpartner, die Historie und eben die Potenziale über die Verkaufschancen entsprechend abgebildet. Also das heißt, ich habe erstmal in einem System vollumfänglich alle Informationen. Wie gesagt, in unterschiedlichsten Ausprägungen kann ich mir die darstellen lassen. Ich habe mir hier meine Favoriten gesetzt, sehe dazu die ganzen Daten und kann dann darüber entsprechend mich informieren und auch aktiv werden. Ich möchte mal auf der Startseite, das heißt, das System wird ja, wenn ich das für mich persönlich aufrufe, letztendlich über so einen Schreibtisch dargestellt. Das heißt, alle Informationen, die für mich, für mein tägliches Arbeiten relevant sind, werden diese Informationen eben dargestellt und diese kleinen Fenster, die wir hier sehen, das nennen wir Widgets. Das heißt, das sind solche Helferlein, die mir so ein Stück weit in den ganzen Datenbestand eben auch Struktur reinbringen. Wir haben hier an der Stelle den Tag auf einen Blick. Das heißt, es werden hier meine Termine entsprechend angezeigt, die ich einmal aus dem CRM-System heraus erstellt habe zu einem Kunden oder die ich eben in meinem Kalender, in meinem persönlichen Kalender angelegt habe. Dann werden mir hier direkt und zentral auf der Oberfläche mit angezeigt. Das heißt, ich sehe eben über dieses Widget auch, wenn es mal freie Zeit gibt, in diesem Monat, klar, in den Demo-Daten gibt es natürlich keine freien Termine. Ich habe jetzt hier am 8.12. sehe ich, dass ich drei Termine habe. Ich bin im Moment als Lars Weiß angemeldet. Ich denke, das ist auch noch eine wichtige Information. Und der Lars Weiß hat, wie gesagt, heute diese drei Termine. Morgen sind das drei andere. Und wenn ich mal in den nächsten Monat reinschaue, dann sehe ich eben auch hier weiß hinterlegt, dass es da noch freie Zeit gibt. Und so gibt es eben eine ganze Menge an Widgets, die eben das Arbeiten als Vertriebswerkzeug oder mit GEDIS Intraway als Vertriebswerkzeug entsprechend auch unterstützen. Das heißt, ich habe, wie gesagt, hier eine Kalenderintegration im Bereich der Kollaboration, habe meine Aufgaben, die entsprechend synchronisiert werden. Aber ich habe eben auch solche Widgets wie so eine Customer Journey Übersicht. Aber da komme ich dann später auch nochmal im Detail drauf zu. Also letztendlich ist das schon mal so ein Hinweis, wo wir sehen, es gibt Unternehmen, da haben wir ein Angebot geschrieben, da gibt es ein Potenzial. Aber wir kümmern uns scheinbar nicht genügend um diesen Kunden. Und dann wird mir der eben hier über so ein Ampelsystem entsprechend grün, rot oder blau angezeigt. Aber auch da, wie gesagt, komme ich dann nochmal drauf zu sprechen, wenn wir so ein Stück weit in das Thema Vertriebssteuerung tiefer eingestiegen sind. Genau, also grundsätzlich sehr viele Informationen in dem CRM-System. Ich habe die Möglichkeit, über diese Widget-Technologie mir meinen Arbeitsbereich entsprechend so einzustellen, dass ich mir meinen Arbeitsvorrat komfortabel abholen kann. Mit Hilfe solcher Widgets, Tag auf einen Blick, Aufgaben zuletzt verwendet, meine Angebote, Neuigkeiten, also das heißt, Neuigkeiten zu Unternehmen, die ich abonniert habe, werden mir hier entsprechend angezeigt. Ich habe Favoriten und solche Dinge, um mich so ein Stück weit zu strukturieren. Das heißt, in dem Bereich, denke ich, ist alles gesagt, wird sich sicherlich noch mal so ein Stück weit Interesse entwickeln, wenn wir eben auch noch mal in die einzelnen Themen eingestiegen sind. Ja, es gibt ja in dem Thema der Vertriebssteuerung, sage ich mal, so zwei Ausprägungen. Einmal, wenn ich aus einer Führungsrolle heraus natürlich planen muss, das heißt eben die strategischen Ziele eines Unternehmens eben auch definieren muss, brauche ich natürlich einen Bereich, um genau diese Zielvorgaben auch einstellen und konfigurieren zu können. Und da haben wir, wie gesagt, die Möglichkeit, wenn ich mal in den Bereich der Zielvorgaben wechsle. Das heißt, ich habe hier über diese Burger-Navigation die Möglichkeit, in einen Bereich entsprechend einzutauchen. In dem Fall sind das die Zielvorgaben. Und hier habe ich von der Struktur her die Möglichkeit, mir eben die Zielvorgaben für das Jahr 2020 anzuschauen. Ich habe neben dem, dass ich Zielvorgaben für das aktuelle Jahr definieren kann, eben auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte im Prinzip in der Entwurfsansicht, das heißt, ich kann natürlich für 2021, 2022 die Zielvorgaben entsprechend planen, habt ihr dann im Entwurfsmodus und jeder, der letztendlich seine
Freigabe erteilt hat für seine Zielvorgabe. Das führt dann dazu, dass eben diese Zielvorgabe auch aktiv wird. Das bedeutet, dass ich die dann auch hier im aktiven Bereich sehe, Hauptdokument. Und hier gehen wir mal so ein Stück weit von der obersten Ebene aus. Wir haben innerhalb des Systems die Möglichkeit, in zwei Richtungen zu planen. Einmal von oben nach unten, das heißt, das Management gibt vor, wir möchten einen Gesamtumsatz im Unternehmen von 20 Millionen Euro generieren und nimmt letztendlich die anderen Bereiche mit in die Verantwortung. Das heißt, jeder Bereich plant dann für sich selbst die Umsatzziele, die Zielvorgaben und gibt die dann bis runter zu dem Vertriebsmitarbeiter durch, sodass jeder für seine persönliche Planung dann das Werkzeug hat, um dort entsprechend organisatorisch auch reinzuwirken. Das heißt, ich habe jetzt hier letztendlich einen geplanten Umsatz. Der verteilt sich auf verschiedene Bereiche. Das heißt eben die Global Products hat eben vier Verkaufsbereiche. Das heißt einmal die Region Sales Dach. Das heißt alles, was so in Deutschland, Österreich, Schweiz sich befindet. Dann haben wir Großbritannien, wir haben den amerikanischen Markt und sonstige internationale Märkte, die wir im Prinzip jetzt mit Zielen belegen wollen. Und wie gesagt, wir hatten ein Gesamtumsatzziel von 20 Millionen und das verteilt sich jetzt auf diese vier Verkaufsregionen. Unterhalb dieser Verkaufsregionen gibt es dann wieder einzelne Verkaufsgebiete, in die ich auch entsprechend eintauchen kann. Das heißt, ich komme jetzt von der Global Products, gehe auf die Sales-Region Dach und habe da nochmal die einzelnen Verkaufsgebiete in Nord, Süd und West unterteilt und kann auch da nochmal schauen, letztendlich welche Vertriebsmitarbeiter verantwortlich auch für die Umsätze an der Stelle sind. Das heißt, ich habe auch hier runtergebrochen von der Global Products in die einzelnen Vertriebsgebiete nochmal die Ziele definiert. Der geplante Umsatz 2 Millionen Euro, 1,5 Millionen und nochmal 1,5 Millionen ergibt dann die hier genannten 5 Millionen Euro, die sich entsprechend aufteilen auf diese drei Gebiete in dem Fall. Wenn ich jetzt nochmal verdichten möchte auf eine bestimmte Region, wie gesagt, dann kann ich mir hier die Sales-Region Süd jetzt nochmal rausnehmen. Und dann habe ich eben auch die einzelnen Mitarbeiter innerhalb dieser Region und sehe an der Stelle eben auch deren Zielvorgaben, bis hin, dass ich eben auch schon die Umsätze sehe, die dagegen gebucht wurden, die dagegen gelaufen sind, die dagegen gerechnet werden. Also das heißt, dass ich eben je nach Konfiguration sagen kann, ob die Umsätze aus den Opportunities, aus den Verkaufschancen, die im System liegen, berechnet werden sollen oder ob ich eben gezielt die Umsätze aus einem ERP-System beispielsweise anliefern lassen möchte, sodass ich die Umsätze dann auch gegen die Zielvorgaben buchen kann und entsprechend auch da sehen kann, okay, über diese grünen Kennzeichen sehe ich, dass wir letztendlich eigentlich überall im Soll sind. Deutlich übertroffen teilweise. Das heißt, ich habe hier vorne den geplanten Umsatz für den Lars Weiß, 450.000 Euro und wir sind damit 1 Million Euro deutlich über den eigentlichen Zielvorgaben. Wenn wir uns solche Dokumente mal anschauen, das heißt, ich fange mal oben bei der Global Products an, bleibe mal bei der Dachregion und tauche da mal ein in so eine Zielvorgabe, dann sehe ich im Prinzip auch hier nochmal innerhalb des Dokumentes, ich beschreibe jetzt das Vertriebsziel der Sales-Region Dach. Da haben wir einen geplanten Umsatz von 5 Millionen Euro und diese 5 Millionen Euro verteilen sich letztendlich auf die Sales-Region Nord, Süd und West. Und ich kann natürlich von hier oben entsprechend auch in diese Zielvorgaben eintauchen. Das heißt, ich kann dann entsprechend dieser Treppe immer eine Stufe weiter nach unten gehen. Sales-Region Dach. Gezielt möchte ich mir jetzt nochmal Süd anschauen mit 1,5 Millionen Vorgabe, was wir dort entsprechend für Umsatzvorgaben haben oder Zielvorgaben. Und ich habe hier letztendlich die einzelnen Personen in der Region Sales Süd, die eben auch wiederum eigene Zielvorgaben dann definieren können. Das heißt, die sind dann eben auf der letzten Ebene und können dann eben auch diesen entsprechenden Schwankungen gerecht werden. Das ist auch das, was wir in der Agenda entsprechend beschrieben haben. Das heißt, ich habe mir jetzt hier die Person Lars Weiß, bin ich ja im Moment, der hier als Mitarbeiter angemeldet ist. Und er hat innerhalb seiner Planung eben die Möglichkeit, jetzt diese 450.000 Euro, die er als Vorgabe hat, entsprechend für sein Gebiet zu verplanen. Das heißt, der Lars Weiß hat für allgemeine Ziele diese 45.000 Euro verplant. Das heißt, wir haben hier eine Umsatzplanung mit 10%. Dann habe ich eben mal gezielt auf einen Kunden eine Planung gemacht, das heißt mit dem Kunden Schnell GmbH,
plane ich, 45.000 Euro Umsatz zu generieren. Und das Ganze verteilt sich dann eben auch auf eine zeitliche Komponente. Das kann man einstellen im System, ob ich jetzt sagen möchte, ich möchte monatlich planen oder ich möchte quartalsweise planen. Da möchten wir einfach den Schwankungen entgegenwirken. Das heißt, wenn Sie eben auch sagen, ich habe ein Sommerloch, dann kann ich eben innerhalb meiner Planung sagen, ich möchte dann aber trotzdem das Ergebnis positiv dargestellt haben, weil ich okay im Vorfeld wusste, wir werden sicherlich im Sommer, im Juli, August, werden wir eine Schwankung haben und umsetzen. Und damit ich aber trotzdem noch im Soll bin, kann ich eben sagen, okay, ich plane jetzt für Q3 nur 20%, aber dafür auf die anderen Monate oder auf die anderen Quartale entsprechend dann mit 30% wieder, so dass ich natürlich dieser Schwankung entgegenwirken kann und so, dass es mir bei den Auswertungen dann immer noch als ich bin im Soll, ich bin im grünen Bereich auch angezeigt. Das heißt, das Entscheidende dabei ist, ich kann ja tatsächlich auch sagen, in der allgemeinen Definition der Vertriebssteuerung, auf welche Vertriebserfolge ich letztendlich abzielen möchte. Das heißt, ich kann hier sagen, ich möchte eine Umsatzplanung direkt gegen einen Kunden vornehmen. Ich kann aber natürlich auch sagen, wenn ich eine Produktlinie besonders in den Fokus stellen möchte oder eine Produktgruppe. Das heißt, wir als GEDIS Intra, wir haben gerade das neue Release 8.11 auf den Markt gebracht. Wir haben natürlich ein extrem hohes Interesse daran, dass wir dieses Produkt in diesem Jahr mit besonderem Augenmerk am Markt platzieren. Das heißt, die Zielvorgaben in diese Richtung werden natürlich deutlich höher sein als in den Jahren davor, dass wir dort Lizenzumsatz entsprechend generieren und daraus eben auch Projekte generieren können. Das heißt, wir würden dann letztendlich auf eine bestimmte Produktlinie, hier in dem Fall Consulting, ein bestimmtes Ziel definieren, in dem Fall 67.500 Euro. Das heißt, neben dem, dass ich gezielt auf einen Kunden planen kann, kann ich hier eben auch direkt auf eine Produktlinie, auf eine Produktgruppe Umsätze vorgeben. Ja, bei einem Maschinenbauer ist das möglicherweise dann ein besonderer Maschinentyp, bei einem Dienstleister eine bestimmte Ausprägung von Dienstleistungen, die er in den Vordergrund und besonders in den Fokus stellen möchte. Bei uns sicherlich, wie gesagt, das neue Release geht es in Trevier 8.11, dass wir in diesem Jahr natürlich sehr intensiv in den Fokus stellen werden. Zudem gibt es aber auch die Möglichkeit, dass ich neben der Kunden- und Produktlinienplanung kann ich eben auch definitiv direkt auf Verkaufsgebiete planen, das heißt bestimmte Verkaufsregionen, dass ich eben sagen kann, ich möchte in einer bestimmten Region, in einer umsatzschwachen Region vielleicht, mehr Ressourcen bereitstellen und deshalb werden wir die Zielvorgaben entsprechend hoch ansetzen und daraus eben auch die entsprechenden Maßnahmen ableiten. Also Maßnahmen können zum Beispiel sein, dass ich eine entsprechende Kampagne starte, im ersten Schritt über ein Newsletter informiere, dann das Ganze eben auch nochmal über Telemarketing-Aktivitäten entsprechend unterstreichen, unterbuttern kann, sodass ich dann eben gezielt in einer bestimmten Region auch Aktivitäten einleiten kann, um am Ende des Tages eben auch wirklich die Zielvorgaben erreichen zu können. Genau, und so stellt sich das letztendlich dar und das bedeutet, ich kann eben von oben nach unten planen, so wie wir das jetzt gesehen haben, oder ich plane im Prinzip von unten nach oben. Das heißt, in dem Fall würde ich den Vertriebsmitarbeitern die Aufgabe beim Erstellen ihres Businessplans für das folgende Jahr entsprechend zu sagen, okay, das sind die Potenziale, die muss ich jetzt auch in meinen Zielen definieren und gegen die wird dann letztendlich auch entsprechend werden die Umsätze und so weiter gebucht. Wie gesagt, die können eben aus dem ERP-System kommen oder eben auch gezielt aus der Oberfläche, aus dem GEDIS Intraware selbst. In dem Fall würden dann die Opportunities, also die Verkaufschancen, auch verwendet werden. Okay, gibt es denn bis hierhin schon Fragen? Gut. Dann nehme ich, dass wir da noch keine Fragen haben. Aber entscheidend ist, wir haben die Möglichkeit, in GEDIS Intraware 8 eben Zielvorgaben zu definieren. Und die können eben, wie gesagt, entsprechend von oben nach unten oder von unten nach oben geplant werden. Ich kann auf Produktgruppen, ich kann auf bestimmte Verkaufsgebiete, ich kann auf feste Kunden entsprechend planen. Das heißt, ich habe einen Kunden, stehe davor und sage, mit dem Kunden möchte ich im nächsten Jahr 1 Million Euro generieren. Und dann werden letztendlich die Umsätze auch dagegen gebucht. Monitoren, also das Wichtig ist natürlich, dass ich auf der einen Seite die Ziele definieren kann, aber auf der anderen Seite muss ich sie natürlich auch monitoren können. Und da haben wir letztendlich eben auch wieder, so wie ich das eingangs auch angesprochen hatte,
ein weiteres Werkzeug integriert. Ich gehe dazu mal auf die Startseite. Ich habe einmal natürlich eine Report Engine, auch da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber wir haben eben auch, wie ich eingangs schon erwähnt hatte, hier dieses Customer Journey Widget. Das heißt, das ist eben auch, wenn ich jetzt mal so ein Stück weit in die Rolle des Vertriebsmitarbeiters wechsle, ein Werkzeug, über das es sich entsprechend organisieren kann und natürlich mit verschiedenen weiteren Bausteinen in dem CRM-System entsprechend auch selbst organisieren kann, um die Prozesse und die Potenziale auch entsprechend nachverfolgen zu können. Hat er natürlich an der Stelle die Möglichkeit, über die Customer Journey Übersicht zu sehen, wo es denn Potenziale in seinem Gebiet, in seinem Verkaufsgebiet auch gibt. Das heißt, ich habe hier die Dyson Weiß, die jetzt mit einem grünen Punkt belegt ist. Das heißt, ich habe an der Stelle einen entsprechend hohen Aktivitätenindex. Der Aktivitätenindex beschreibt quasi ein Regelwerk, das wir auferlegen können und sagen können, okay, wenn wir einen A-Kunden haben und ein Angebot gestellt haben, dann müssen wir den aufgrund eines Regelwerks entsprechend häufig besuchen, kontaktieren. Also viel Aktivität, viele Touchpoints auch erzeugen, so dass wir eben auch erkennen können, wenn es beispielsweise Potenziale gibt, um die wir uns nicht intensiv genug kümmern. Wie zum Beispiel hier rot gekennzeichnet, also die Active Life AG bedeutet, wir haben ein Potenzial, kümmern uns aber anscheinend nicht intensiv genug um das Unternehmen, darum, dass wir letztendlich auch den Auftrag bekommen. Das heißt, dass der Kunde irgendwann auch den Auftrag, das Angebot bestätigt und wir auch den Umsatz entsprechend verbuchen können. Letztendlich ist das auch nur ein Werkzeug, das uns erstmal Hinweise liefert. Es wird natürlich jetzt nicht den Job übernehmen und sagen, okay, wenn wir hier alles grün angezeigt haben, dann ist das auch ein sicherer Hinweis darauf, dass wir deutlich mehr Umsätze und Aufträge generieren, sondern es soll den Mitarbeiter bei der Angebotsnachverfolgung einfach dabei unterstützen, dass er auch tatsächlich sich aktiv genug um die Potenziale kümmert. Und darüber kann er sich entsprechend organisieren. Alle grün, das ist in Ordnung, da muss ich erstmal nichts machen. Blau ist schon so ein Hinweis, könnte passieren, dass der mir bald auf Rot springt. Das ist so ein Zwischenstatus zwischen dem Grünen und dem Rot. Das heißt, da sollte ich vielleicht nochmal jetzt aktiv werden und auch nochmal nachfragen, letztendlich, ob es irgendwie Veränderungen gibt, inwieweit jetzt auch da eine Entscheidung gefallen ist, in welche Richtung auch immer. Und Rot bedeutet eindeutig aufgrund des Regelwerks, das Sie sich als Unternehmen auferlegt haben, ist nicht genügend Aktivität. Das heißt, Sie haben dann nicht wirklich den Draht zum Kunden und die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Auftrag platziert wird, ist dann doch relativ gering. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich das Thema der Angebotsnachverfolgung. Das bedeutet, ich habe meine Angebote, meine Opportunities, die entweder direkt im CRM-System erstellt werden oder eben aus einem ERP-System über eine Schnittstelle angeliefert werden, direkt auch hier im Zugriff. Und meine aktuellen Angebote, meine Potenziale, die kann ich auch entsprechend dann nochmal selektieren, dann auch sortieren nach der Wahrscheinlichkeit. Das heißt, mit hoher Wahrscheinlichkeit, die werden mir natürlich auch von der Priorität dann relativ weit oben angezeigt, so dass ich die Potenziale in der Angebotsnachverfolgung entsprechend abtelefonieren kann oder nacharbeiten kann. Wenn ich die ganze Liste auf dem Bildschirm haben möchte, habe ich dazu auch eben die Möglichkeit, mir die Liste nochmal breiter darstellen zu lassen, sodass ich eben in der Lage bin, auch diese Dinge entsprechend nachzuverfolgen. Das heißt, ich habe jetzt hier verschiedene Potenziale. Ich habe hier ein Angebot, wo es um CRM-Lizenzen geht, mit einer Wahrscheinlichkeit von 80%. Wir haben hier verschiedene weitere Angebote, einen Server, wo wir über knapp 70.000 Euro sprechen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 10%. Und ich kann mir natürlich hierzu auch die ganzen Informationen anzeigen lassen. Das heißt, wenn ich in eine Opportunity reinwechsel, dann sehe ich eben auch einmal natürlich die Verkaufschance selbst mit den Bewertungsparametern, 80% Bewertung. Wir erwarten, dass der Auftrag bis zum 16.12. bei uns eintrifft. Und ich sehe eben auch noch Angebotsinformationen, das heißt eben CRM und Dienstleistungsangebot dann eben auch nochmal wirklich in ein schönes Dokument gerendert, so dass ich eben wirklich an einem zentralen Punkt alle Informationen auch zusammengefasst sehen kann. Das heißt eben über diese beiden Sichten, über diese beiden Widgets, meine Angebote aus dem aktuellen Monat und der Customer Journey, kann ich mich als Mitarbeiter entsprechend
beim Erreichen des Vertriebserfolges meine Vertriebsziele auch entsprechend organisieren. Das heißt, da bietet mir natürlich das System auch die Möglichkeit, mit Kalender, meine Opportunities, die Customer Journey Übersicht entsprechend an den Zielen auch arbeiten zu können. Wenn ich jetzt in der Rolle bin, dass ich eben die Zielvorgaben, ich möchte natürlich meine eigenen Zielvorgaben überwachen, aber es gibt natürlich auch das Management, das aus einer Vogelperspektive jetzt auf das Unternehmen schauen möchte und sofort erkennen können möchte, wie wir denn heute oder wie wir unterwegs sind. Das bedeutet, Managementübersicht, ich bewege das mal hier ganz bewusst, kann ich mir natürlich auch mit Hilfe einer Report Engine auswerten lassen. Und das System lädt mir jetzt hier verschiedene Reports rein. Und das geht eben genau auf diese Zielvorgaben, die wir eben gesehen haben. Das bedeutet, dass ich hier die Zielvorgaben und auch die tatsächlich dagegen gebuchten Umsätze entsprechend hier ausgewertet dargestellt bekomme. Das heißt, auch wieder integriert mit einem Widget haben wir eine Report Engine an dem Domino-Server angebunden, der uns direkt in der Oberfläche des CRM-Systems diese Reports und das Dashboard auch entsprechend darstellt. So, das heißt, wenn ich jetzt der Inhaber des Geschäfts wäre, würde ich sehen, okay, wir haben einen Gesamtumsatz ist von 91,4 Millionen Euro. Liegen damit hier oben links in der Kartendarstellung knapp 11 Millionen hinter dem Ziel oder dem Planumsatz. Das entspricht ungefähr prozentual ausgedrückt einen Wert von 11% hängen wir hinter dem geplanten Umsatz her. Das Ganze eben auch nochmal dargestellt in dieser Report Engine mit verschiedenen Darstellungen, mit verschiedenen Objekttypen. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Kartendarstellung, ich habe hier die Tacho-Darstellung. Und ich habe eben auch die Möglichkeit, über verschiedene Steuerelemente eben auch in dem Report entsprechend aktiv zu sein und auch zu verdichten und zu sagen, okay, jetzt habe ich eine Gesamtdarstellung über ein gesamtes Zeitfenster. In dem Fall ist es von Januar 2010 bis Januar 2020. Aber wenn ich jetzt mal mir gezielt ein Jahr raussuchen möchte, dann kann ich eben hier über diesen Baustein sagen, ich möchte meine Sicht auf ein Jahr umstellen. Und dann sehe ich, dass es eben gar nicht so negativ aussieht, sondern ich sehe, dass wir hier ein Ziel oder einen Ist-Umsatz von 61,7 Millionen Euro haben. Das ist sogar 5 Millionen über dem geplanten Umsatz, entspricht dann Umsatz plus über dem Zielumsatz von knapp 10%. Ich sehe aber auch letztendlich in der Tacho-Darstellung, dass wir das Ziel übererreicht haben und kann unten in dem Säulendiagramm auch erkennen, dass wir neben den super erfolgreichen Monaten August, September, Oktober eben auch einen Monat hatten, der nicht so gut war, in dem Fall eben den November. Das heißt, der grüne Punkt ist eben direkt in der Säule. Und wenn ich da jetzt nochmal mehr Informationen sehen möchte, kann ich natürlich mit der Maus over mir die Legende anzeigen lassen oder ich mache einen Doppelklick und drill quasi nochmal in die einzelnen Bereiche mit rein und sehe, dass wir in der Sales-Region Süd eben deutlich hinter der Zielvorgabe hinterherhinken. Das heißt, ich habe ein Delta von knapp 3 Millionen Euro und kann sofort erkennen, okay, wir hängen hier knapp 3 Millionen hinter den gesteckten Zielen hinterher und kann von hier aus dann direkt eben auch Maßnahmen einleiten. Das heißt, ab hier bin ich in der Lage, aus der Vogelperspektive, aus einer entsprechenden Flughöhe sofort zu erkennen, wie erfolgreich sind wir im Unternehmen unterwegs. Und wenn ich erkenne, dass wir in irgendeiner Art und Weise in bestimmten Verkaufsgebieten hinterherhinken, habe ich diese Information genau hier in dem Report dargestellt und kann jetzt von hier aus natürlich auch Gegenmaßnahmen einleiten. Gegenmaßnahmen könnten jetzt sein, dass ich eben aus dem System heraus gezielt eine Kampagne heraus im Anstoß bedeutet. Ich kann jetzt natürlich an der Stelle sagen, ich schaue mal in der Region Sales Süd. Da möchten wir jetzt vielleicht eine Kampagne machen. Die Region Sales Süd wird von dem Lars Weiß betreut. Dazu kann ich jetzt einfach in den Bereich der Adressübersicht wechseln. Das heißt, das ist jetzt eben die Möglichkeit, dass ich aus dem Report, das heißt, ich habe festgestellt, wir hängen hinter den Zielen hinterher und ich möchte jetzt aktiv Gegenmaßnahmen einleiten. Das heißt, ich möchte für die Region Sales Süd, das ist die Region von dem Lars Weiß, entsprechend eine Kampagne jetzt einleiten. Ich möchte mal schauen, ob die schon angelegt ist. Bitte mal kurz mal prüfen.
Nee, das war was anderes. Rocket. Genau. So, also ich habe hier letztendlich in der Region Selz-Süd, die betreut wird von dem Lars Weiß, möchten wir jetzt gezielt eine Kampagne machen, um eben die Umsätze zu erhöhen. Das heißt, ich habe jetzt hier über die Adressselektion, über die Adressübersicht einen Filter gesetzt, hole mir alle Firmen und Kontakte, die der Lars Weiß betreut. Ich sage jetzt hier nochmal nur die Kontakte anzeigen. Und dann sehe ich eben letztendlich diese 58 müssten es, glaube ich, sein, 58 Kontakte in der Region. Und da kann ich jetzt eben sagen, ich mache eine neue Kampagne beziehungsweise schreibe ein Newsletter, eine Information oder übernehme die, wie gesagt, eben eine Kampagne. Das habe ich jetzt im Vorfeld schon getan. Das heißt, diese 58 Kontakte eben in eine Kampagne übernommen, die da heißt neue Leads in der Region Süd. Und das sind eben genau die 58 Personen, die ich jetzt hier gezielt über diese Kampagne bearbeiten kann. Das heißt, in dem Fall würde ich jetzt möglicherweise eine Telemarketing-Kampagne initiieren, aus dem Innendienst oder vom Vertriebsmitarbeiter selbst initiiert, telefonieren und sagen, okay, ich habe jetzt mit der Luise Riedelsberger gesprochen. Die hat jetzt, nachdem ich ihr nochmal erklärt habe, was wir eigentlich im Unternehmen produzieren, für was wir stehen, welche Dienstleistungen wir anbieten, ist jetzt doch das Interesse geweckt und sie möchte sogar einen Termin haben. Kann ich sagen, möchte einen Termin. Sagt dann hier über Riedelsberger Luise direkt, erzeuge einen neuen Termin. Und über das System, das heißt, ich bin jetzt aus dem Report gegangen, lande jetzt in der Kampagne, kann von hier aus entsprechend aktiv werden und eben auch die Prozesse entsprechend einleiten. So, ich habe jetzt Riedelsberger Luise angerufen, habe die Rückmeldung, Thema ist interessant, möchte einen Termin, kann den von hier aus erstellen. Und wenn ich die Bearbeitung abgeschlossen habe, dann sage ich eben speichern und nächster. Bedeutet, ich kriege auch wieder aktiv über die Kampagne, über den Kampagnenmonitor den nächsten Kontakt angeliefert. In dem Fall ist das der Angel Esquero und der hat jetzt kein Interesse, den haben wir nicht wirklich erreicht. Dann hole ich mir den nächsten. Der Axel Braun, mit dem haben wir gesprochen, der möchte ebenfalls einen Termin. Und so kann ich dann entsprechend die Leads, das heißt die Potenziale, die Termine werden jetzt automatisch als neue Leads dem Vertriebsmitarbeiter entsprechend vorgelegt, sodass er ab dann in der Lage ist, eben auch wieder konkret diese Leads entsprechend nachzuverfolgen, zu qualifizieren, eine Qualität reinzubringen und am besten eben auch daraus wieder Opportunities zu generieren, die dann natürlich auch einer entsprechenden Kampagne wieder zugeordnet werden können. Das heißt, ich habe aus der Selektion heraus ja diese neue Leads Region Süd Kampagne angelegt. Und der Axel Braun hat jetzt gesagt, ich habe Interesse, möchte einen Termin haben. Dann kann ich natürlich sagen, ich erzeuge dazu eben auch direkt eine Verkaufschance, die ich eben auch dieser Kampagne wieder als neuen Lead dann entsprechend zuspielen kann. Und so ist eben auch dieser Vertriebsprozess entsprechend durchgängig. Das heißt, an der Stelle eben die Möglichkeit, aus dem Lead heraus dann tatsächlich das Angebot zu schreiben, also vom Lead zum Angebot. Und dann hoffentlich am Ende des Tages auch den Umsatz zu generieren. Ja, jetzt möchte ich nochmal schauen, was wir noch in dem Thema der Zielvorgaben und Vertriebssteuerung mit anbieten können. Also es gibt da natürlich jetzt noch viele weitere Dinge, die wir entsprechend mit darstellen können innerhalb des Systems. Aber ich denke, Stand jetzt, also was wir auch alles gesehen haben, das heißt, gestartet sind wir ja auf der Startseite mit den Möglichkeiten, die erstmal jeder Anwender für sich persönlich hat, für die Organisation, seinen Kalender. Er hat die Aufgaben, ganz wichtig natürlich die Opportunities, das heißt auch die Opportunities und die Angebote, die jetzt über die Kampagne entsprechend eingespielt werden, die landen natürlich hier in der Angebotsnachverfolgung. Und ich habe eben auch aus der Angebotsnachverfolgung heraus den Hinweis über den Customer Journey Index, über die Übersicht, ob ich mich eben um die Potenziale, die jetzt gegebenenfalls auch über die Kampagne generiert wurden, entsprechend kümmere. Wenn nicht, bekomme ich hier schon den Hinweis vom System, okay, da gibt es Potenziale, Angebote und um die muss man sich intensiver kümmern. Zumindest bekomme ich den Hinweis, ob das am Ende des Tages tatsächlich so ist. Sie kennen das, es gibt einen Kunden, da schicken Sie ein Angebot hin, der meldet sich nach 3 Monaten beauftragt und es gibt Kunden,
Wir müssen sie dreimal in der Woche anrufen, bevor wirklich der Auftrag kommt. Das soll lediglich ein Hinweis dazu sein und unterstützen in dem Vertriebsprozess für jemanden persönlich im Vertrieb. Aus der Vogelperspektive heraus haben wir die Managementübersicht mit dem integrierten Dashboard, über das sich ein Inhaber, der Geschäftsführer, das Management entsprechend informieren kann und eben in der Form exemplarisch jetzt dargestellt, dieser Report, daraus heraus entsprechend Kampagnen einleiten zu können. Das heißt, wir haben jetzt hier gesehen, Sales Region Süd performt nicht so, wie wir uns das versprochen haben, so wie wir die Zielvorgaben aufgesetzt haben. Daraus resultierend haben wir eine neue Kampagne aufgesetzt, neue Leads für die Region Süd, um das eben auch wirklich rund zu bekommen. Das heißt, da haben wir gesagt, wir möchten mal alle Unternehmen in der Region Süd ansprechen, ob es dann Bedarf gibt. Und daraus haben wir letztendlich wieder, und dann sind wir in dem Kreislauf auch drin, die eigentliche Opportunity erzeugt, die dann wiederum zur Angebotsnachverfolgung bei dem Mitarbeiter in dem Widget auftaucht. Ja, so viel zum Thema Vertriebssteuerung und wie geht es Intraware dieses Thema innerhalb des CRM-Systems, das eben auf einem Domino-Server betrieben wird, abbildet. Gibt es denn Fragen? Anmerkungen? Ist das Thema angekommen, auch verstanden? Jeder hat hier die Möglichkeit, sich gerne selber zu entmuten, bitte. Ja, also erstmal vielen Dank. Ich fand es ganz spannend. Mein Hauptgrund, warum ich heute dabei war, ist ein einfacher. Ich habe vor, inzwischen sind es, glaube ich, fast 20 Jahre, ein GEDIS-Vertriebsinformationssystem betreut. Und wollte jetzt im Wesentlichen einfach mal wissen, wie das denn heute aussieht. Und das sind natürlich Welten dazwischen, ganz klar. Ja, das hoffen wir doch. Alles ganz. Ja, also klar, ich meine, gibt es eigentlich überhaupt noch eine Notes-Oberfläche für das Ganze? Ja, ja, also wir haben jetzt gerade im letzten Release sehr intensiv auch diese Web-Oberfläche vorangetrieben und entwickelt. Funktional entwickeln wir auch parallel zu dem Web-Client weiterhin den nativen Notes-Client. Aber auch das kann ich mal gerne kurz zeigen. Dazu muss ich aber mal eine B-Verbindung aufmachen. Genau, also es gibt weiterhin auch den Notes-Client, klar, ist immer noch die Basis, auf der wir entwickeln. Und die Notes-Oberfläche bietet an sich eben jetzt nicht so viel funktionale Möglichkeiten, wie wir das jetzt eben aus einer Web-Oberfläche herauskennen, wie zum Beispiel diese Track-and-Drop-Funktionalität. Und das sieht von der Struktur her noch so ein bisschen anders aus. Das heißt, wir haben diese ganzen Informationen, die wir jetzt bei so einem Unternehmensprofil verknüpft gesehen haben, die haben wir unten zum Beispiel in so einem gesonderten Bereich ausgelagert. Für das System aber genauso, wie ich das eben auch im Webclient dargestellt habe, so ein Stück weit als Datendrehscheibe. Das heißt, ich habe hier meine Adressen, meine Unternehmen, eine Dysonweis, wo ich dann zu dem gewählten Dokument, das ich im Fokus habe, eben aktiv die Informationen angeliefert bekomme. Also die Historie, die Vorgänge, Angebote und so weiter, bis hin, dass wir eben auch sehr komfortable Möglichkeiten aus dem E-Mail heraus haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier mir das Mailfach anschaue, das Postfach, dann haben wir hier die Möglichkeit eben zu sagen, ich placke mir hier so ein Business-Mail mit ein. Das ist letztendlich ein Werkzeug, über das wir eben in Richtung CRM-System schauen und dann innerhalb von GEDIS die E-Mail dann entsprechend übernehmen können, physikalisch verschlagworten können und eben, genau, initialisiert jetzt das erste Mal. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Kontakt, Gudrun Augstein, die haben wir ja schon mal kennengelernt. Und dann zeigt mir das Plugin an der Stelle hier unten links, das ist ein Kontakt, den kennen wir, der ist im CRM-System abgelegt. Ist Gudrun Augstein, gehört zur Firma Dysonweis. Ich habe hier Kommunikationsdaten, kann direkt draufklicken und dann werden eben auch verschiedene Vorgänge von hier aus direkt eingeleitet. Ich habe aber auch die Möglichkeit zu sagen,
zeigen wir mal die letzten Vorgänge zur Gudrun Augstein. Und über diese kleinen Icons, über diese Aktion, kann ich die E-Mail aus meinem persönlichen Postfach dann eben auch direkt in das CRM-System entweder dem Unternehmen, dem Kontakt oder einem Projekt zuordnen. Oder ich habe auch die Möglichkeit, direkt in dem Notes-Mail-Client in Richtung SAP zu schauen. Das heißt, ich bekomme jetzt eben auch schon in dem Notes-Mail, ich muss mal schauen, hier ein bisschen größer, Belegdaten aus dem SAP angezeigt. Und das ist eben auch eine wunderbare Integration. Und genauso verstehen wir eben auch den Client, dass wir eben über HCL Notes unheimlich komfortable und schöne Integrationen eben auch in bestehende Infrastrukturen hinbekommen. Und wie gesagt, jetzt haben wir exemplarisch den Zugriff in Richtung eines CRM-Systems, GDS Intraware, eingestellt. Und ich habe aber parallel dazu auch die Möglichkeit, aus meiner Notes-Datenbank, aus meiner Notes-Mail-Datenbank, mir Belege aus dem SAP anzuzeigen und sogar diese E-Mail dem Beleg als Vorgang zuzuordnen. Das heißt, es würde mir innerhalb des SAP-Systems direkt diese E-Mail als Vorgang dem Beleg zugeordnet werden. Ich kann aber natürlich auch von hier aus direkt jetzt zu dem Debitor springen. Aus dem Mail, jetzt startet er mir SAP im Hintergrund und würde dann, genau, jetzt sehen wir es hier unten, und ich bin dann, ohne dass ich diesen Debitor jetzt nochmal suchen muss, direkt aus der Mail eben in dem SAP-Client jetzt gelandet und kann von hier aus eben tatsächlich alles tun, was notwendig ist, wenn ich fertig bin. Also gerade in dem Thema Reklamation, wenn jemand einen Beleg sucht im SAP, dann ist es eine enorme Erleichterung für den Anwender, um eben auch hier wirklich eine hohe Akzeptanz zu erreichen. Also dieses Werkzeug Business Mail erhöht die Akzeptanz enorm bei unseren Kunden. Genau. Und aber wie gesagt, da haben wir komfortable Word- oder Microsoft-Integrationen, eben auch, dass wir neben dem, dass wir den Notes-Mail-Client adressieren können, können wir eben auch andere Mail-Clients, solange eben HCL Domino als Applikationsserver im Hintergrund steht, können wir entsprechend unterschiedliche E-Mail-Clients adressieren und unterstützen, sodass wir eben auch in diesen typischen Hybrid-Companies, der eine hat Outlook, der andere hat Notes, entsprechend auch unser CRM-System anbieten können. Ja, sieht gut aus. Ja, das ist, also wir sind jetzt auch kurz, wir haben den Release-Wechsel von Version 8.10 auf 8.11 gerade vollzogen. Das heißt, es sind eben auch eine ganze Menge an tollen neuen Funktionalitäten jetzt eben mit dazugekommen, eben unter anderem das Thema Zielvorgaben, was wir uns ja heute angeschaut haben, dass ich eben wirklich konkret auf Verkaufsgebiete, Vertriebsmitarbeiter, Produktgruppen etc. planen kann und eben diese wirklich absolut gelungene Integration der Dashboards, wie gesagt, das ist jetzt mal exemplarisch dargestellt. Da gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten, wie man hier in dem System reporten kann. Das heißt, auf jedes beliebige Feld innerhalb des Systems, in der Notes-Datenbank, kann ich diese Reports definieren. Wie gesagt, aus einer Vogelperspektive oder dass ich meine KPIs entsprechend definieren kann, die ich nachverfolgen möchte, wo ich eine klare Sicht haben möchte. Das habe ich eben alles vollumfänglich in einer HCL-Anwendung. Und da gewinnen wir im Moment, und das ist wirklich die erfreuliche Botschaft, enorm an Kunden dazu, die sich eben auch aufgrund des Systems auf der Plattform eben für jedes entscheiden. Auch und damit eben auch für die Plattform HCL. Mhm. Ja. Ja. Jetzt, diese Management-Übersicht sieht vermutlich nicht jeder, sondern nur derjenige, der entsprechende Rechte hat. Ja, genau. Also das ist letztendlich eine Einstellung. Das System arbeitet mit verschiedenen Sichten. Das heißt, ich habe jetzt hier die Sicht oder die Rolle Sales Dach. Damit okay. Sehe ich im Prinzip entsprechend oder aufgrund der Rolle, die ich im Unternehmen begleite, verschiedene Reports. Und das kann ich im Prinzip abgrenzen auf, wenn ich jetzt einen Service-Mitarbeiter habe, der im Reklamationsbereich beschäftigt ist, dann würde ich hier sicherlich Auswertungen im Reklamationsbereich sehen. Jemand im Sales-Bereich sieht dann vielleicht seine persönlichen, seine KPIs und kann dann entsprechend aus den Reports heraus Erkenntnisse ziehen und dann natürlich Maßnahmen einleiten. Und das eben sehr schön in einer Oberfläche, ohne dass er jetzt in 20 unterschiedliche Systeme muss. Und das ist, denke ich, der entscheidende Vorteil dabei. Ja, prima. Meine Fragen sind beantwortet. Freut mich. Okay.
Gut, wir sind jetzt auch in einer relativ kleinen Runde am Schluss. Würde ich sagen, wenn es noch Fragen gibt, kommen Sie gerne auf uns zu. Sind wir gerne für Sie da. Ansonsten bedanke ich mich und würde mich über weiteren Austausch freuen. Vielen Dank. Vielen Dank für die Vorstellung. Danke auch. War sehr interessant. Okay. Dann wünsche ich noch eine schöne Restwoche und wir sehen und hören uns ja wahrscheinlich nicht mehr, einen schönen Jahreswechsel. Bis dahin. Ja, ebenfalls. Ebenfalls, tschüss. Danke. Tschüss.